geht um einen Freiberufler, der recht erfolgreich war, mit eigener Firma, 20 Angestellte, Marktforschung, der mit Anfang 40 vom, ich sag mal, Problemtrinker umkippt zum Risikotrinker, binnen eines Jahres alles verliert, Firma, Familie, Freunde, Verwandte, also, und der dann innerhalb von 2-3 Jahren die ganze Leiter nach unten macht, Trinken, Intensivstation, klinische Entzüge bis hin zur Obdachlosigkeit, Leben auf der Straße. Und bei seinem letzten Einlieferung ins Krankenhaus gesagt bekommt, Sie können sich jetzt entscheiden, noch ein halbes Jahr leben oder aufhören. Und der sich dann entscheidet, aufzuhören. Gut, also A, wollte ich immer schon mal schreiben. Ich habe viel wissenschaftliche Literatur geschrieben und wollte immer schon mal einen Roman schreiben. Dann natürlich auch eine Art von Eigentherapie. Mir hat es auch geholfen, selber bei mir noch auf so ein paar Punkte zu kommen, wo ich sage, na gut, da ist der Psychologe gar nicht drauf gekommen, bei mir selber zu sehen, was sind so die Auslöser gewesen für das exzessive Trinken. Und als ich die dann wirklich auch richtig kannte, konnte ich die dann auch meiden. Ich glaube, es sind viele, die harten Szenen sind lakonisch geschrieben. Einfach damit die auch für den Leser besser verdaubar sind. Aber sie sind schon drastisch zum Teil. Also es wird gekotzt, in die Hosen gemacht, in der Ecke gelegen, ohnmächtig. Also es wird schon geschildert, wie es ist. Aber halt nicht wehleidig. Das ist ja im Grunde, war mein Arbeitstitel relativ von Beginn an. Es gibt ja in der Medizinsprache das Wort Suchtdruck. Das bezieht sich natürlich auf jede Sucht. Bei Säufern dann abgewandelt in Saufdruck. Und ich fand, das drückte es sehr plakativ aus, worum es geht. Geht das Buch natürlich im Vorwort schon damit los, dass ich eigentlich keine Botschaft senden will. Ich sage, ich will nicht missionieren, ich schilder nur mein eigenes Schicksal oder das Schicksal des Protagonisten. Und habe halt gesagt, die sich da wieder erkennen, die sollen halt ihre Lehren draus ziehen, wo es halt hinführen kann. Es ist halt so die Botschaft, dass man halt frühzeitig gucken muss, wann wird's krankhaft. Gut, also ich hoffe, dass es auch mal interessierte Angehörige lesen, einfach um so in diese Denkweise reinzukommen. Ich hoffe sehr auf die trockenen Trinker, also diejenigen, die in die Reha-Kliniken gehen. Eventuell die Berufe, die sich dafür interessieren, sei es die Psychologen, sei es die Suchtmediziner, sei es die pflegenden Berufe, das sind ja auch schon relativ viele. Von möglichst vielen Menschen gelesen wird.